Hallo und willkommen zurück zu was? Let's Play Baldur's Gate. Wir sind in der dritten Ebene der Mantelwaldmine, die wir heute hoffentlich abschließen werden. Ja, gehen wir mal gleich los, töten wir Zeugs und Hobgoblins und Wächter. Ja, lass die Magierin in der Tür stehen. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Was? Sucht ihr in meinem Zimmer? Ihr dürft hier nicht hinein. Perfekt. Ja, natürlich. Es hat funktioniert. Er war so verwirrt davon, weil sie einfach mit mal weggelaufen ist, dass er sterben musste. Naja. Sammeln wir uns doch mal hier und machen wir die Kampfmusik wieder aus. Indem wir speichern. Ja, tolles System. So. Ja. Imuen, komm her. Verstanden. Guck mal hier in den Schrank. Und hier? Oh, schade. Säurefeine. Hat schon erledigt. Okay, okay, schön. Und hier haben wir drei Zauberstücke. Und noch ein irgendwas. Und nichts. Ja, wirklich nichts. Und in den nächsten wird Raum. Sofort erledigt. Tada. Und haben wir hier noch was? Ja, gehen wir da hoch. Also Schränke zum Durchwühlen haben wir hier genug. Los, spuck es aus. Geht klar. Hier, Schrank. Ein toller Ring. Aber ich glaube, das ist ein Tölpelring. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Er sah aus wie der Tölpelring. Und den Tölpelring sollte man jetzt nicht unbedingt anlegen. Streitkolben. Dolch. Zeig mal her hier. Gib das mal. Ja. Identifizierend, Saubler. Dieser Ring generiert ein unsichtbares Feld um seinen Träger, welches Geschosse ablenkt. Selbst ein perfekt gezielter Schuss wird den Träger des Ringes verfehlen, oder das Geschoss stoppt im Flug und fällt auf den Boden. Träger ist immun gegen normale Geschosse. Ja, kriegst du. Auf geht's. Gerade sie. Was? Immun gegen normale Geschosse, das hilft schon mal ordentlich. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Was? Nein. So einen hatten wir eben schon. Was sucht ihr in meinem Zimmer? Ihr dürft hier nicht hinein! Ja. Das werden wir noch sehen. So, das hast du jetzt davon. Hättest du einfach uns machen lassen, hättest du lebend gehen können. Wir sind schließlich nicht so. Und wenn jemand einsieht, dass sein Handeln falsch war, lassen wir ihn einfach weiterziehen. Und geben ihm eine zweite Chance. Aber nein, du musstest uns ja angreifen. So, nochmal ein bisschen Gold und einen Feuerschutztrank oder sowas. Ja, Feuer... Nee, Trank der Feuerriesenstärke. Feuerriesenstärke ist, glaube ich, 23, oder? 22. Zeit aufzubrechen. Mach's kurz. 22 Stärke. Ja, hier gibt's viel drin, ne? Zum Angucken. Und zum Rausholen. Ja? Ja, nehmen wir einfach Immoen dafür, bis sie sich nicht mehr bewegen. Einen tollen verzauberten Lederwams. Eine normale Plattenrüstung. Komische Äxte. Noch mehr komische Äxte. Ein Schild. Zwei Schilde. Normale Schilde. Ein Tisch mit Schwertern. Dann gucken wir erstmal die Figuren. Ein normaler Leder. Ein normaler Schienenpanzer. Ganz viele Langschwerter. Nur die zwei Figuren. Ja, nur die zwei. Noch ein normaler Lederwams. Ein Schienenpanzer, das nehmen wir alles nicht mit. Dann sind auch die zwei hier übrig. Ne. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Hier für dich. Für dich. Oh, der Schild sieht ja schick aus. Was ist denn das? Mittlerer Schild plus 2. Also normaler mittlerer Schild mit einem minus 3 RK Bonus. Können wir dich damit noch mehr pushen? Ja, könnten wir. Aber der Schild ist besser wegen den ganzen tollen Resistenzsachen. Dann, ja, das kann man hier hin. Ja, wir müssen Imoen mal eben einmal lehren. Das da, Edelsteine immer nach oben. Das kommt zu ihr, das kommt auch zu ihr und das auch und das kommt zu Yeslik. Ah, Yeslik. Ich bin so froh, dass wir endlich Yeslik haben. Ja.
Du kannst nicht mehr tragen. Was haben wir denn da? Ein Lederwams plus 1 und einen kleinen Schild und Säurepfeil, das habe ich ja schon gesagt. Gut, das geht dann dahin und wir stopfen mal Royaga mit jede Menge Zeugs zu. Bis er sich nicht mehr bewegen kann. Hier kannst du Säurepfeile irgendwo hinpacken. Ja, kannst du. So, er ist eh fast in seinem Breaker, hat noch 100 Pfund frei. Ja, dann geben wir ihm nochmal hier so ein Schwert. Schütz riecht ihn wieder schon mal an und lassen den Ring aus und hoffen, dass das Fehlwirken endlich ein Ende hat. So, hier, ja, du kannst mal hier Ringe reinpacken und alles Mögliche. Ja, wir haben immer noch den Briefschmeißer nicht weg, bis das hier in der Mine zu Ende ist und wir neue Briefe bekommen. So, ja, das jetzt noch da rein. Das noch zu Briaga. Passt. Okay. Ja, ist in Ordnung. Ja. Jeslik hat mehr Stärke, das macht ihn als Nahkämpfer schon wieder treffsicherer, weil, Natascha. Ja, du stehst im Weg. Boah. Aha. Du bist tot. Tja. Ghoulgriff war wieder dabei. Ghoulgriff ist aber ein Dreckszauber. Ja, sagen wir es so, ich benutze ihn nicht, weil ich ihn nicht mag. Und wenn man stattdessen bessere Zauber hat. Gruppe des Reisenden, ja. Kann man gut verkaufen. Genauso wie unseren tollen Gürtel, der sagen könnte, dazu macht was? Aber einen dafür geschlechtsumwandelt. Gibt's hier was Tolles zu finden? Ja, hier los, gibt's was Tolles. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Hier, guck da rein. Schnell, schnell, schnell. 13. Gold. Mach's gut, ihr verschwendet. Ja, kommt ihr raus? So, oh, wir sind hier unten in der Ecke. Ja, dann können wir hier mal rumgehen. Da, di da, di da, di da, di da. Gehen wir erstmal hier unten reingucken. Ogamaros. Ihr seid also gekommen, um mein Werk zu bestaunen. Ziemlich beeindruckend, oder? Der Kerl zu meiner Linken hat ziemlich lang geschrien, bevor er endgültig weg war. hervorragende Handarbeit, ich muss schon sagen. Wir müssen jetzt gehen. Es wurde angeordnet, die Gefangenen freizulassen. Bitte leistet dem jetzt Folge. Widerwärtiges Monster, aber im Gegensatz zu den armen Sklaven, den ihr geholfen habt, können wir uns wehren, den die ihr gefoltert hat. Ja. Ich bitte um einen sauberen Schuss. Ja, hier geht hier rein. Hier steht da rum. Ich bin ganz Ohr. So. Auf geht's. Ihr Ball so geht mir da oben in die Ecke. Sprich Zauberhast, Ogamaros. Ja. Da ist er doch. Aber nicht mehr lange. Ja, genau, mach mal Chaos auf Imoen alleine. Bist du wirklich tot? Imoen ist gecast, wir laufen vorher weg. Passt. Ah, sie ist nicht mehr gecast, sie ist nur verwirrt. Hier, ja, Jeslik, du darfst noch den Ogamaros durchsuchen. Hat ja nichts Besonderes mit. Ja, Imoen, wir lassen dich mal stehen und gehen einfach mal ein Stück nach oben. Ja, wir machen jetzt einfach weiter. Egal ob Imoen, hier sind ja viele Kisten. Und hier müssten da noch mal so ein paar Hops sein. Hopgoblins. Nein, keine Hopgoblins, aber noch mehr Kisten. Ja, da haben wir was zu tun. Stellen wir uns zu viel. Imoen ist immer noch verwirrt. Und darum können wir nicht speichern. Und müssen noch die Dröhne hören. Und es tut mir leid, aber das ist im Spiel immer so. Aber wir haben schon fast die Hälfte von dem von der dritten Ebene durchsucht. Ja, wird das jetzt noch was? Was bist du eigentlich? Ist verwirrt. Was immer ihr braucht. Also ich war jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall hier ist nichts mehr dran. Nein.
So, einmal speichern. Fangen wir unten Mach's an. Kurz. Ja, ihr geht nach oben, dann gehen wir oben hier in die andere Richtung gleich erstmal. Ja. Mensch, was machst du da? Nicht blöd sein, okay, nicht blöder als du sowieso schon bist. Verstanden. Bitte. Ja, Haufen Müll.